Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein Arnold Ehret Video für euch und es geht um eines seiner Wasserfasten-Experimente. Und bevor ich euch einiges aus seinem Aufsatz dazu vorlese, möchte ich noch kurz auf das Fasten eingehen. Ich habe das erste Mal 1998 von Fasten gehört und habe dann 1999 jedes Jahr ein paar Tage, meistens 4 bis 7 Tage, mit Wasser gefastet, also einmal im Jahr. 2014 habe ich das Fasten mit frisch gepressten Säften für mich entdeckt und in den letzten Jahren gibt es mal immer so eine Mischung, mal faste ich mit frisch gepressten Säften und mal ein paar Tage mit Wasser oder auch mal eine kurze Zeit trocken. In den ersten Jahren des Wasserfastens fühlte ich mich recht schwach. Ich war auch gar nicht großartig zu Sport oder Bewegung fähig. Je mehr ich mich aber über die Jahre darauf eingestellt habe, dass für diese kurze Fastenzeit es kein Verlust ist, eben diese paar Tage auf Nahrung zu verzichten, umso besser ist es mir bei diesen Fasten ergangen. Heute sehe ich die Fastenzeit als Gewinn und als Entlastung der Verdauungsorgane und des Stoffwechsels. Und heute nutze ich die Fastenzeit für innere, seelische und geistige Prozesse. Wichtig beim Fasten ist immer, und das möchte ich ja ausdrücklich betonen, die eigenen körperlichen Grenzen zu erkennen und diese nicht zu übergehen und im schlimmsten Fall das Fasten abzubrechen. Eine effektive Wirkung beim Fasten kann vor allem dann erzielt werden, wenn der Körper in den Fastenstoffwechsel umstellt. Im Fastenstoffwechsel gewinnt der Körper seine Energie vor allem aus Eiweiß und Fetten der körpereigenen Nährstoffdepots. Auf diese Weise werden Giftstoffe effektiv ausgeschieden und man verspürt keinen Hunger mehr. Ein Wasserfasten ist ein sehr strenges Fasten und bedarf einiger Erfahrung, Disziplin und vor allem einer guten körperlichen und seelischen Gesundheit. Ist dies nicht der Fall, wird die Umstellung in den Fastenstoffwechsel sehr kräftezehrend und problematisch. Ein mehrtägiges Saftfasten ist eine optimale Möglichkeit, um den Körper sanft zu entgiften. Über frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte und vor allem auch Säfte mit grünem Blattgemüse wird der Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen und Energie versorgt. Das mildert die Stoffwechselumstellung ab. Ich habe ja vor kurzem 28 Tage mit frisch gepressten Säften gefastet. Diese Säfte habe ich vor allem aus Gemüse, grünem Blattgemüse und etwas Obst gepresst. Zu dieser Fastenerfahrung, zu meinem Fasten, habe ich auch ein Video hochgeladen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch oben in den Infokarten. Heute möchte ich euch einige Ausschnitte aus einem Aufsatz von Arnold Ehret vorlesen. Er hat diesen Aufsatz über ein extremes Fastenexperiment geschrieben, welches er 1909 in der Öffentlichkeit gewagt hat. 49 Tage Fasten nur mit Wasser. Für diejenigen Zuschauer unter euch, die heute den Namen Arnold Ehret das erste Mal hören, wer war Arnold Ehret? Arnold Ehret war ein Gesundheitspraktiker, der sich damals von einer unheilbaren Nierenerkrankung durch Fasten und schleimfreie Heilkost erholt hat. Übrigens gibt es auch schon viele freie Schriften von Arnold Ehret. Ich habe seit kurzem auf meiner Webseite einige freie Schriften veröffentlicht, die könnt ihr euch direkt herunterladen. Das heißt, ihr braucht auch keine E-Mail-Adresse anzugeben. Ihr klickt einfach auf den Link und dann könnt ihr euch die verschiedenen PDF-Dateien einfach so frei herunterladen. Dabei sind zum Beispiel auch die Schriften Die schleimfreie Heilkost oder Vom Kranken zum gesunden Menschen und einige Fastenbriefe zu unterschiedlichen Themen. Ich setze euch den Link zu diesen kostenfreien Schriften unten in die Infobox. Für alle Interessierten, die bei Facebook angemeldet sind, gibt es ab sofort die Möglichkeit, der Gruppe Arnold Ehret die schleimfreie Heilkost beizutreten. Diese Gruppe haben Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp und ich ins Leben gerufen. Mit dem Henry gibt es auch schon viele Videos hier auf meinem Kanal, vor allem zu den Themen Fasten und schleimfreie Heilkost. In dieser Gruppe werden wir regelmäßig Beiträge posten, nicht jeden Tag, aber regelmäßig zum Thema schleimfreie Heilkost. Darüber hinaus wird es auch Beiträge zu den Themen Fasten, Darmreinigung, Umstellung auf schleimfreie Heilkost, Lebensmittel, Motivation, Entspannung, alternative Lebensweisen und so weiter geben. Wir werden in dieser Gruppe auch darauf eingehen, warum die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret, vor allem die reine Obstdiät, in der heutigen Zeit
nicht einfach eins zu eins übernommen werden kann. Für uns spielen an dieser Stelle auch grüne Lebensmittel eine sehr, sehr wichtige Rolle. Den Link zu dieser Gruppe findet ihr unten in der Infobox oder im ersten angepinnten Kommentar unter diesem Video. Den Teil des Aufsatzes, den ich euch heute über das 49-tägige Wasserfasten-Experiment von Ann und Erit vorlesen werde, findet ihr auch hier in einem meiner Lieblingsbücher, Gesunde Menschen, Band 1. Es gibt auch Gesunde Menschen, Band 2. In beiden Bänden sind fast alle Schriften von Ann und Erit enthalten, die er jemals veröffentlicht hat. Ich habe aus diesem Band 1 auch schon zwei Aufsätze vorgelesen, also spricht die Krankheit und also spricht der Magen. Für all diejenigen, die lieber ein richtiges Buch in der Hand haben möchten und nicht immer nur über Laptop oder Tablet lesen möchten, sind diese beiden Bücher sehr gut geeignet. Ich verlinke euch die beiden Bücher unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt geht's aber los. Jetzt erfahrt ihr mehr über das 49-tägige Wasserfasten-Experiment von Ann und Erit. Ein 49-tägiger Fastenversuch aus Vegetarischer Warte 1909. Mein in diesem Sommer vorgenommener Fastenversuch von 7 Wochen bildet den Abschluss einer Reihe von diätischen Versuchen, die ich in den letzten 12 Jahren vorgenommen habe und deren wichtige, lehrreiche Ergebnisse ich hiermit zum ersten Male der Öffentlichkeit unterbreite. In der Tat sind meine Erfolge derart zugunsten der vegetarischen Ernährung und besonders der Obstdiät ausgefallen, dass es Zeit ist, sie den Vegetariern vorzulegen. Wenn ich mich zum Artisten herabgewürdigt habe, indem ich mich in Kasterns Panoptikum in Köln in eine vom königlichen Notariat Dost versiegelte Glaszelle einschließen und Tag und Nacht vom Publikum begaffen ließ, so geschah dies aus 3 wichtigen Gründen, mit denen ich dem allgemeinen Vorurteile gegen Schaustellungen begegnen möchte. Erstens, um mich selbst gegen die Versuchung zu schützen, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Zweitens, um dadurch einen amtlichen Beweis dafür zu erlangen, dass ich ohne jede Spur von fester Nahrung geblieben bin. Vorbei sind ja die Zeiten, wo man als Einsiedler im Walde fasten kann und damit Glauben findet. Drittens, um die Lehre vom Fasten an die breite Öffentlichkeit zu bringen. So wurde ich denn am 26. Juni 1909, abends 8 Uhr, nachdem ich einen Vortrag über die Einwirkung des Fastens auf den menschlichen Körper gehalten hatte, in die vorher genau untersuchte Zelle eingeschlossen und diese versiegelt. Zu meiner Beschäftigung hatte ich Bücher, Zeitschriften, Schreibzeug, Zeichen- und Malgeräte mitgenommen. Ferner hatte ich 125 Liter Biresbonner Wasser erhalten, das mir allerdings auch als Waschwasser dienen musste. In der Zelle war außerdem ein gutes Bett, da gut zu ruhen sehr wichtig und Schlafen nötiger als Essen ist, worüber ich später noch schreiben werde. Ferner hatte ich zur Verfügung eine automatische Waage, einen transportablen elektrischen Ventilator und einen elektrischen Fußwärmer. Meine Kleidung bestand aus einem Reformanzug von eigenem Schnitt. Meine Zelle war 3 Meter hoch, war unten mit einem 80 cm hohen Gipssockel und oben mit einem 60 cm hohen Einsatz aus feinster Fliegengage versehen, die den Luftzutritt ermöglichte. Zwischen beiden waren Glasscheiben von 1,60 Meter Höhe eingefügt. Um mir Korrespondenzen zu ermöglichen, hatte man in einer Leiste einen Spalt herstellen lassen, der nur durch einen Sägeschnitt gebildet war und nur eben genügte, um eine Postkarte hindurchzustecken. Einen Brief konnte man nur so hindurch befördern, dass man ihn öffnete und die Blätter einzeln durch den Spalt schob. Ich hatte die Absicht, 51 Tage zu fasten, musste aber nach 49 Tagen aufhören, weil ich unter den sehr ungesunden Verhältnissen zu leiden hatte. Der Mangel an Licht und Luft, namentlich aber der Mangel an Ruhe und Schlaf, machte diesen Versuch für mich weit schwieriger als die früheren, die ich in völliger Freiheit durchgeführt hatte. Frische Luft ist das erste und wichtigste Nahrungsmittel. Ist sie reichlich vorhanden, dann ist die Kraftabnahme beim Fasten wesentlich geringer. Im Panoptikum aber hätte ich mein Leben aufs Spiel gesetzt.
Hätte ich die Luft eingeatmet, welche die an den zwei letzten Tagen zu erwartenden Zuschauerscharen im Saale erzeugt hätten. Ich verlangte daher nach 49 Tagen die Öffnung der Zelle. Ein dortiges Blatt schrieb darüber. Zitat Anfang. Nach 51-tägigem Fasten sollte gestern Abend die Befreiung des Hungerkünstlers Arnold Ehret alias Numnafar aus seiner notariell versiegelten Glashause in Kastans Panoptikum stattfinden. Es kommt indessen bekanntlich immer anders, als man denkt. Das musste auch die Direktion des Panoptikums erfahren, und zwar sollte, Ironie des Schicksals, gerade der Mann, der schlafen kann, arabisch Numnafar, derjenige sein, der ihr schlaflose Nächte bereitete. Allerdings hatte die in der Bezeichnung Numnafar zum Ausdruck kommende Fähigkeit des Schlafenkönnens in der letzten Zeit nur theoretische Bedeutung. Denn in der Praxis störte das ungebührliche Benehmen vieler nächtlicher Besucher schon geraume Weile den zur Durchführung des Experiments so notwendigen Schlummer Numnafars. Und auf diesen Umstand wird es wohl in erster Linie zurückzuführen sein, wenn der Fastenkünstler das gesteckte Ziel nicht ganz erreicht hat. Bedenkliche Störungen seines Wohlbefindens nahmen am letzten Samstag bedrohlichen Charakter an, sodass die Direktion in ihrem Verantwortungsgefühl sich veranlasst sah, einen Arzt kommen und nach notarieller Entsiegelung der Zelle Numnafar von diesem untersuchen zu lassen. Der ärztliche Rat lautete auf tunlichst sofortige Beendung des schon 49 Tage dauernden Fastens. Doch wollte die zähe Willenskraft Numnafars sich anfänglich der Weisung nicht fügen, sondern verlangte nach Fortsetzung des Versuches bis zu diesem programmmäßigen Ende. Allein, kaum hatte man die Zelle durch den Notar aufs Neue versiegeln lassen, als sich abermals nervöse Krisen einstellten, die selbst die Energie eines Numnafars besiegten. Anmerkung von Arnold Ehret, Folge des Massenbesuchs der letzten Tage. Weiter geht's im Zitat der Zeitung. So war denn dieser zwei Tage vor dem in Aussicht genommenen Termin befreit. Aber die fehlenden 48 Stunden vermögen nicht das Staunen zu vermindern, dass uns eine Leistung im Fasten wie die des Numnafars abnötigt, der es vermochte, sich 49 Tage jeglicher Speise zu enthalten. Zitat Ende. Man sieht heraus, dass mich meine Energie immer noch nicht verlassen hatte, aber alles hat schließlich seine Grenzen. Ich habe mit 49 Tagen einen neuen unerreichten Weltrekord im Fasten aufgestellt. Denn der berühmte Berufshungerkünstler Riccardo Sacco nennt sich Weltmeister der Hungerkunst aufgrund eines Experiments von 47 Tagen in Breslau. Er will jetzt 55 Tage fasten, um mich zu schlagen. Er möge sich in der Sorge wegen meiner Konkurrenz beruhigen, da ich ja das Fasten nicht berufsmäßig, sondern aus rein wissenschaftlichen Gründen vollführe und mit diesem öffentlichen großen Versuche auch beschließe. Trotzdem das Panoptikum an die Ärzteschaft Kölns Zirkulare mit einigen ärztlichen Gutachten gesandt hatte, welche die Zuverlässigkeit und die Realität sowie den wissenschaftlichen Wert meiner Versuche dartun, hatte sich nur ein einziger offen dafür interessiert. Allerdings sind mir nachher dessen Anordnungen insofern verhängnisvoll geworden, als mir damit die Möglichkeit abgeschnitten wurde, meine bereits vielfach erprobte Diät, Getränke und Speisen, nach dem Fastenversuche zu erhalten. Die Folge hiervon ist, dass ich zur Zeit des Niederschreibens dieses Aufsatzes noch nicht recht auf den Beinen bin, während ich sonst schon am anderen Tage auch nach 32-tägigem Fasten wieder munter war. Ich komme im zweiten Teile dem Theoretischen noch genauer auf die Diät nach dem Fasten als Heilmittel zurück. Ich will nur bemerken, dass der wichtigste und gefährlichste Augenblick des ganzen Versuchs hierin liegt und dass vor allem Dilettantismus bei Fastenkuren eben darum aufs Entschiedenste gewarnt werden muss, wenn nicht von einem hierin erfahrenen Arzt oder sonstigen guten, die Kur überwachenden Praktiker genaue Anordnung, je nach Krankheit, Zahl der Fastentage, Individualität, Jahreszeit usw. getroffen werden. So ist damit Lebensgefahr verbunden, namentlich dann, wenn in der Angst nach Reizmitteln wie Bohnenkaffee, Alkohol, Bouillon usw. gegriffen wird. Gewöhnlich um die Zeit des 11. bis 13. Tages, die sogenannte kritische Zeit, treten gewisse Schwächezustände ein, die, wenn sie durch Todesangst des unerfahrenen und des selbstständig vorgehenden Dilettanten
noch gesteigert werden, bedenklich werden können. Allein der Zustand nimmt nicht mit der Zeit zu, er hält nicht einmal an. Und somit kann man unter Umständen am 17. oder 18. Tage wieder leistungsfähiger sein als am 13. So konnte ich in Köln am 17. Tage ein Gewicht von 30 Pfund öfter stemmen als einige Tage zuvor. Die Kräfteabnahme verläuft also bis zu einer gewissen Zeit nicht fortschreitend mit der Anzahl der Fastentage, sondern kurvenmäßig. Etwa vom 40. Tage an trat allerdings in Köln ein anhaltender Schwächezustand ein. Ich glaube aber, dass in frischer, staubfreier Luft und bei genügender Ruhe die Kräfte weit länger erhalten bleiben. Ich habe in Köln, trotzdem ich es durch Autosuggestion ähnlich den Fakiren zu einer gewissen Schlafkunst gebracht habe, während der ganzen 49 Tage nicht eine halbe Stunde ruhig schlafen können, da das Panoptikum Tag und Nacht unausgesetzt geöffnet war, zugleich zur Kontrolle der Realität durch das Publikum. Aber selbst das angestellte Personal war in seiner lärmenden Unterhaltung trotz meiner wiederholten Aufforderung ebenso rücksichtslos als die vielfach betrunkenen Nachtbesucher. An den sogenannten kritischen Tagen ist besonders die große seelische Herabstürmung hervorzuheben, die aber für den Anfänger die Gefahr mit sich bringt, dass er in seiner Angst und Verstimmung die Versuchung zu essen nicht überwindet, wenn er nicht einen hierin erfahrenen Praktiker zur Seite hat, der ihn moralisch wieder aufrichtet. Denn das seelische Moment spielt bei einer Fastenkur, namentlich bei einem Kranken, eine größere Rolle als bei jeder anderen. Diese Kur muss daher sorgfältiger geleitet und überwacht werden als jede andere. Eigentlich dürften hierbei nur ganz wenige Patienten unter ständiger Überwachung behandelt werden, dann ist aber auch der Erfolg umso sicherer. Mein Gewicht verminderte sich in diesen 49 Tagen um 41 Pfund, wovon viel auf Rechnung der Schlaflosigkeit zu setzen ist. Wasser trank ich im Durchschnitt 1,5 Liter täglich. Außer Mineralwasser hatte ich noch etwas Abführtee und gegen Durst und Hungerreiz einige Pfefferminztabletten mitgenommen, die übrigens durchaus nicht als Nahrung gelten. Benutzt habe ich sie kaum. Ich habe also 49 Tage mit etwa 60 Liter Mineralwasser unter unhygienischen Bedingungen und bei Schlaflosigkeit, veranlasst durch Störungen, gelebt. Der Puls und die Herztätigkeit blieben bis zum letzten Tage normal. Ich habe innerhalb des Zeitraums von einem Jahr im Ganzen 105 Tage gefastet und wage die Behauptung, dass ich mich im Durchschnitt noch überernährt habe und dass dieses einzig dastehende Experiment meiner Gesundheit nicht nur nicht geschadet, sondern sogar genützt hat. In diesem Artikel stellt Ehret auch seine zwei inhaltsschweren Sätze auf, die folgendermaßen lauten. Der erste Satz: Alle Krankheiten, Schmerz, Leid und Leiden, alle Leidenschaften, Alkoholismus, selbst Morphium und Tabakgenuss, alles Böse, der ganze soziale Kampf, die Ungleichheit der Menschen, Überbevölkerung, Krieg, Grausamkeit, Unfreiheit und Knechtschaft, auch die des Weibes durch die Küche, die menschliche Missgestaltung, das Altern und vielleicht sogar der Tod selbst. Alle philosophischen und moralischen Irrlehren, besonders aber der Pessimismus, kurz alle Entartung, kommt von wenigen anderen Umständen abgesehen, von falscher, unnatürlicher Nahrung und von Überernährung. Der zweite Satz lautet: Fasten ist das einzige von der Natur ohne menschliches Zutun angewendete Mittel, die Folgen der Überernährung, selbst die Sünden der Väter, wieder gut zu machen. Und wenn, mit der rein natürlichen Diät, strengen Obstdiät, planmäßig verbunden, der alleinige, unfehlbare Weg, auf dem alle Übel aus der Welt geschaffen werden können. Danach schreibt er noch einen Absatz: Theoretisch ist das nach meiner Erfahrung sicher richtig. Dass die Menschheit dadurch aber gerettet werden könnte, glaube selbst ich nicht, da nur wenige die Energie haben, diesen von der Natur geförderten Durchgangsprozess, Krankheit, auszuhalten, der bis jetzt gründlich missverstanden wurde. Zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Absatz aus diesem Aufsatz von Arnold Ehret vorlesen, der, wie ich finde, sehr zeitlos ist und auch auf die heutige Zeit sehr gut passt. Streng genommen kann man durch Worte nichts beweisen. Beweiskräftig sind nur Tatsachen, und wer Tatsachen verbracht hat, der darf eben den Glaube daran verlangen.
Selbst die exakte Wissenschaft muss sie anerkennen. In diesem Sinne ist alle Wissenschaft, außer den Erfahrungstatsachen der Gelehrten, eben nur mittelbares Wissen, das heißt Glauben. Nur mit dem Unterschiede, dass die betreffenden Autoritäten nicht Papst, sondern mindestens Professor und Doktor sein müssen, um für unfehlbar gehalten zu werden. Man sieht, das System ist immer dasselbe. Nur die Namen, Personen und Machthaber wechseln. Wehe dem, der es wagt, an den Dogmen der Gelehrten zu zweifeln. Er wird verbrannt, wehe dem, aber geistig, das heißt totgeschwiegen. Das waren die Erfahrungen Arnold Ehrets und seine Gedanken zum 49-tägigen Wasserfasten damals 1909 in Köln. Ich bin natürlich wieder sehr gespannt auf eure Meinungen, eure Gedanken, eure Gefühle zu seinen Worten, zu seinem Experiment, zu seinen Erfahrungen. Und ich freue mich über einen Austausch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Eure Silke.